Hallo, guten Abend. Hallo, Josie. Hallo, Josie. Nein, guck mal, du bist Josie, ich bin... Mama. Was? Nein. Ich bin... Papa? Nein, schau noch mal genauer hin. Ah, Oma. Josie, lustig. Ja, nein, ich bin Sascha. 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 Sascha Grammel. Sascha Hammel. Nein, nicht Hammel, Grammel. Grammel. Ich bin Sascha Grammel. Ich bin Sascha Hammel. Nein, ich bin Sascha Hammel. Sascha Grammel. Du bist Josie. Schluck auf. Ah, du bist Sascha Hammel. Ich bin Josie. Schluck auf. Ja, und du hast heute Geburtstag. Ja? Ja, du bist heute eins. Und Sascha Hammel? Sascha Hammel ist schon ein bisschen älter. 100. Was? Nein. Schau noch mal genauer hin. 150. Und weißt du auch, wo wir hier heute sind? Ja, bei Florian Silbereisen. Fast. Fast. Weißt du denn, was heute für ein Tag ist? Ja, Weihnachten. Genau. Und was? Und Weihnachten, da riecht es nach Mandeln. Da sind überall schöne Kerzen angezündet. Und wer kommt jedes Jahr zu Weihnachten? Helene Fischer. Ja. Das stimmt auch, genau. Und heute ist schon der 25. 25. Ja, mit Zahlen kennst du dich noch nicht so aus, ne? Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Josie kann sogar schon rechnen. Rechnen? Ja, testen. Ja, was ist 7 minus 4? Hä? Okay, ich mach's ein bisschen einfacher. Stell dir vor, ich gebe dir 7 Weihnachtsgeschenke. Ja. So, jetzt nehme ich dir 4 wieder weg. Ja. Was ist das? Das ist gemein. Das macht man nicht. Man gibt nicht jemandem Weihnachtsgeschenke, dann nimmt man die wieder weg. Leider. Ja, und gemein ist auch, dass es jetzt schon ganz schön spät für dich geworden ist. Jetzt geht's ins Bett. Ach du Scheiße. Also, sag mal, von wem hast du denn so schlimme Wörter? Ja, von Sascha Hammel. Von Sascha Hammel? Ja. Ach du Scheiße. Aber jetzt nicht, Josie, erst mal Fernsehen. Nee, um die Uhrzeit kommt nichts mehr für dich im Fernsehen. Doch, auf Vox. Was? Was kommt denn da? Das ist nicht Schaf. Ach schon, das Schaf. Nee, steigen die Länder. Das ist ganz gruselig. Ja. Da erzähle ich dir lieber eine schöne Gute-Nacht-Geschichte. Von deinen Gute-Nacht-Geschichten werde ich immer so müde. So. Ja, dann... Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht singst du mir ja ein kleines Lied. Ja, aber ich kann ja gar nicht singen. Ja, eben. Das ist lustig. Okay, ein Geburtstags-Gute-Nacht-Lied. Okay. Okay, und ich fange an. Und ich höre auf. Okay. Glockenspiel. Ja. Wer hat heute Geburtstag? Du hast heut Geburtstag, Luftballons, Konfetti, Regen und Geschenke soll es geben, weil du heut geboren bist. Dann, dann. Wer hat heut Geburtstag? Ich hab heut Geburtstag. Alles Glück und nur das Beste wünsch ich dir zum Wiegenfeste. Weil ich heut geboren bin. Genau. Winde, Schnullakula, Augen. Und so niedlich, kaum zu glauben. Klein, aber uhu. Mann, was bin ich froh,
froh, dass du geboren bist. Alle haben dich lieb. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du geboren bist. Sascha Krammel und Josie und Baby Josie. Ja, will ich. Wollen wir sie aufwecken? Ja, wir wecken sie noch mal kurz auf. Josie? Ja. Süße Maus. Ach, da ist sie wieder. Hallo, Helene. Hallo, du Süße. Du siehst ganz bezaubernd aus. Oh, danke schön. Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch eine Helene Fischer sein. Oh, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst riesengroß und steinalt wirst du. Wirklich? Ich glaube schon. Okay, toll. Jetzt muss ich schlafen gehen, aber ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Tschüss, wir wünschen dir auch eine gute Nacht, liebe Josie. Vielen Dank. Dankeschön. Der wunderbare Sascha Krammel. Das war ganz entzückend. Vielen Dank, dass ihr da wart. Mein Lieber. Ja, mein Name ist Sascha Krammel. Das ist ja auch ein Name, den man sich merken sollte. Wer weiß, nee. Wer weiß, ob man ihn jemals wieder hört. Ja, vielleicht habt ihr es schon. Kannst du mal die Mütze abnehmen? Hätt's nicht, nicht. Das geht nicht? Nein! Ich hatte einen Unfall. Beim Fahrradfahren? Nee, beim Friseur. So. Wieso, was hat der gemacht? Der hat mir so ein Zeug in die Haare geschniert. Warum? Gegen Schuppen. Und sind die Schuppen weg? Ja, die neuesten Haare auch. kann man ja tragen als Frage. Ja, vielleicht habt ihr es ja auch schon gemerkt. Die. Alles klar? Juckt ein bisschen. Ja. Mach weiter. Ja. Dieser Vogel. Entschuldigung. Ja. Dieser Vogel kann doch tatsächlich sprechen. Ja, ich kann sprechen. Kannst du fliegen? Nein, ich kann nicht fliegen. Warum bekommst du dann die ganze Gage? Und ich krieg nur 5 Euro. Weil ich die Texte schreibe. Oder die Texte sind scheiße. Das stand nicht im Text. Kam aber gut an. Ja. Warum grinst du denn so? Was? Also erstens, der Herr grinst nicht, sondern er lacht. Ja. Ja, und außerdem heißt es für dich immer noch sie. Sie grinst. Er grinst. Er grinst also doch. Er lacht. Er grinst. Er lacht. Er grinst. Zum letzten Mal, der Herr lacht. Noch. Weißt du, anstatt die Zuschauer zu ärgern, ja, könntest du dich vielleicht erst mal vorstellen. Vorstellen? Ja. Ich? Ja. Jetzt fang nicht an zu stänkern. Würdest du dich jetzt vorstellen? Wie heißt das Zauberwort? Bitte, würdest du dich jetzt bitte vorstellen? Vielleicht noch ein bisschen freundlicher. Freundlich, freundlich, freundlich. Wer freundlich ist, kommt weiter. Hasi. Kannst du mal weggehen? Ja, das musst du schon machen. Ach so. Wärst du so nett und würdest uns deinen Namen verraten? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann mache ich es. Meine Damen und Herren,
ich darf vorstellen. Frederik! Frederik, bist du mal so nett, nimmst deine Hand aus meinem Gesicht. Bist du Tierarzt? Nein. Dann nimm deine Hand aus meinem Hintern. Ja, jetzt, wo wir mal drüber gesprochen haben, denke ich mal drüber nach. Frederik, mein Name ist Frederik. Und weiter? Hetz mich nicht. Du sollst jetzt deinen Nachnamen sagen. Ganz. Ja. Ich heiße Frederik Freiherr vom Furchensohn. Das ist adlig. Ja. Mein Vater ist ein Adler. Ja, ja. Da guckst du. Ja, ja. Und deine Mutter? Fasan. Ja. Das kann man im Ansatz sogar noch erkennen. Sascha, ja? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein echt guter Nachredner bist? Nein. Dann frag dich mal, warum. Das reicht.